Herzlich willkommen zurück zu Raft. Folge 2 müsste es sein mittlerweile. Auf jeden Fall. Bisschen was haben wir ja schon geschafft. Wir haben ein kleines Kistchen, wir haben einen Schlafsack, wird auch gerade dunkel. Mutti geht uns hier ein bisschen auf den Senkel, also nichts Neues. Komm her. Oh, wir haben ein Amazon-Paket. Moment. Sehr schön, wir haben einen Tisch freigeschaltet. Wunderbar. Und wir haben eine Malerei, also ein Bild freigeschaltet. Sehr schön. Essen haben wir auch ein bisschen. Können wir eigentlich auch mal ein bisschen. Es wird gerade dunkel. Wir legen uns sofort schlafen. Irgendwie habe ich festgestellt im Stream, dass wenn man sich schlafen legt, noch mehr Hunger und Durst kriegt. Warum auch immer. Aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir ja gesorgt. Trink mal dein schönes morgendliches Süßwasser. Holen wieder Salzwasser raus. Packen es wieder rein. Packen nochmal Planke nach. Und die Kartoffeln holen wir uns nochmal und packen auch nochmal eine Frische drauf natürlich. Und Planke. So, Kartoffel kannst du auch nochmal futtern. Und nochmal. Sehr schön. Was? Ah, sehr schön. Die Fässer sind natürlich wichtig. Hier haben wir auch mal wieder eine kleine Insel, die wir noch nicht ansteuern können. Aber ich mache da absichtlich gemütlich. Also da wird jetzt nicht mit aller Gewalt gehetzt, dass wir da ans Segel kommen. Das muss absolut nicht sein. Na, kriegst du das Fass oder kriegst du es nicht? Mutti, warte doch nur darauf, dass wir ins Wasser fallen. Sehr schön. Gut. Brutzelt ihr noch? Ja, gut, aber wir können nochmal nachpacken. So, nochmal rauf. Haben wir nochmal was zu füttern? So, ich war am Überlegen, ob wir hier den Forschungstisch hinstellen, obwohl das alles ein bisschen beengt ist. Ehrlich gesagt würde ich gerne ein bisschen vergrößern erstmal. Wen wir, glaube ich, auch machen. Erstmal diese Richtung. Da kommt doch Mutti, das habe ich doch gesehen. Weil ich schon gerne die Netze haben möchte. Die müssen wir aber allerdings erstmal vorschieben. Ja, ich weiß nicht, bei welchem Gang habe ich es nicht so mit Zielen. Bin halt kein Seemann. Nee. Fall nicht wieder rein. Nee. Einmal ruhig. Aber den da, den holen wir uns selbst jetzt endlich. Wenn es klappt. Sehr schön. So, wir brauchen noch etwas Grünstoff. Das ist wichtig. Naja. Oder auch nicht. Ich finde, bei Wellengang täuscht das so extrem. Das ist ganz, ganz schlimm. So, was hat unser letztes Essen? Ja, oh, sieht fast so aus, ne? Uns fehlt Grünstoff. Angeln müssen wir auch gleich. Unbedingt. Wir brauchen wieder Fisch. Bevor wir hier verhungern. Sehr schön. Ich meine, wir haben noch Beeren in der Kiste liegen. Ja, das ist mir bewusst. Die Beeren möchte ich mir aber gerne aufhalten für den Notfall. Wir haben ja aktuell eine Angel. Sehr schön. Den Angeln geht ja schnell. Angeln wir mal schnell 2, 3 Fische. Dann können wir uns hier wieder auf den Grill hauen. Essen brauchen wir ja, das geht nicht anders. Und dann gucken wir gleich mal, was wir für den Forschungstisch brauchen, damit wir weiter gucken. Oh, das ist ein Hering, sehr schön. Guck mal, was ist uns noch so geregen? Damit wir vorankommen. Na? Das war eine Makrele. Gut, einmal machen wir noch. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen. Damit wir wirklich an die Netze kommen. Von den Netzen sollte man natürlich mehrere bauen, allerdings sind die Netze teuer. Dass man die Stück für Stück machen muss. Sehr schön, das war nochmal Rolex. Den hauen wir erstmal. Erstmal den rauf. Planke kann rauf. Wo? Mutti, nein! Aus! Schluss! Ach, Mutti. Schlimm. So, können wir inzwischen hier das letzte Stück auch mal bauen? So. Gut, dann kümmern wir uns nämlich jetzt um den Forschungstisch. Nehmen aber das Fässchen dann auch einmal mit. So viel Zeit muss sein.
Gut, wir nehmen das Fässchen nicht mit. Will das Fässchen aber haben. Ja, geht doch. Sieh schon. Ah, Kunststoff kriegen wir hier echt selten. Warum auch immer. So, der gute Forschungstisch, das ist eh hier. Blanken Short, den können wir bauen, den können wir bauen. Dann hauen wir ihn gleich mal hier hin. Du sollst keine rohen Heringe essen, mein Freund. Der ist ja nicht mal geräuchert mehr, da kannst du doch nicht... Mal vor, die Kiste ist doof. Nehmen wir ihn erstmal hin. Wir müssen hier später sowieso umbauen. Das nützt alles nichts. So, warte mal, bevor wir jetzt forschen, einmal kurz hier die Mogarelle runter. Damit wir das raufhauen können, Planke raufhauen können. Ich muss auch ganz dringend mal kurz was trinken. Sehr schön. Das geht hier ja so schnell. So, da ist noch Planke. Wo wir jetzt aber den Fisch futtern, haben wir uns erstmal die drin. Und den googeln wir hier einmal kurz beim Forschungstisch. Kann ich nicht ansprechen? Doch. Gut, hier gibt es natürlich jede Menge zu erforschen. Das werden wir nach und nach auch alles machen. Ich suche jetzt aktuell wirklich die Netze. Damit wir mal ein bisschen besser an Materialien kommen. Netze, Netze, Netze. Da, die meine ich. Sammelnetze. Fängt automatisch Objekte ab, die hineinschwimmen. Dafür müssen wir einmal Bretter erforschen. Das lässt sich machen. Bretter, Seile und Nägel. Machen wir gleich mal googeln. Seile hatten wir auch. Nimm doch die Bretter daraus, mein Freund. So. Sehr schön. Und Nägel. Kann ich einen Nagel herstellen? Ja, einer, das riecht doch schon. Da. So, jetzt müssen wir die Netze nämlich frei haben, rein theoretisch. Die Netze, die Netze. Auch wenn ich nicht weiß, wo sie sind. Anscheinend haben wir sie nicht frei. Kann das sein? Warte mal, es kann sein, dass wir das nochmal lernen müssen, nachdem wir das erforscht. Sehr schön. Bin ja jetzt auch nicht so die Experte. So, warte mal, hier oben stehen ja die Sachen, die wir jetzt frei geforscht haben. Ja, großes Trophäenbrett, das können wir lernen, okay. Mittleres Trophäenbrett und kleines, ne? Oh, hier sind die Netze, sehr schön. Jetzt müssen wir es bauen können. Den gucken wir mal. Netze. Wo haben wir sie denn? Da. Dafür brauchen wir Seile, Nägel, Planke. Und dann will ich mal kurz was googeln. Boah, schon wieder eine Insel. Das scheint eine große Insel zu sein. Netze will ich schlicht letztendlich rundherum ums Floß haben. Ein bisschen verteilt, aber nicht an der Außenkante, weil der Hai sie sonst kaputt macht. Anfangs bleibt uns da allerdings keine andere Wahl, würde ich sagen. Muss man mal gut gucken. Das soll natürlich symmetrisch werden, wie ich sie am besten hinsetze. Komm. Wir brauchen jede Menge Seile demnächst. So, Seile können wir ja herstellen. Machen wir erstmal ein Netz. Wenn ich hier eins Sinn mache. Warte mal, wenn ich hier eins Sinn baue, dann hätten wir hier wieder frei, da wird alles gut, das wäre symmetrisch. Aber wir müssen das Ganze größer bauen. Ich hätte aber gerne. Also, ist schon richtig. Hier noch eins nehmen, den dann frei. Hätte hier gerne in der Mitte drei frei. Das heißt, das ganze Fluss muss so oder so größer. Und das kriegen wir schon hin. Eines nach dem anderen. Wir können das Ganze auch festdecken. Wir brauchen halt jede Menge Materialien. Weil zumindest diese Netze fangen halt auch schon mal Materialien ab, die da reinschwimmen. Ein Netz bringt natürlich nicht viel, das ist klar. Es kommt schon noch. Seile können wir, glaube ich, noch herstellen. Ja, die auch noch, ne? Können wir noch ein zweites Netz machen? Wenn ich in der Mitte gerne drei frei hätte. Ja, dann muss ich es nach außen ausbauen. Dann kommt das nächste erstmal hier hin. Geht zumindest schon mal ein Biesle. Wenn es natürlich jetzt nicht so super viel ist. Mutti, Mutti, aus, aus, aus! Oh. Oh, 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 du. Gut. Ich hab's gesehen.
Ja, guck mal, hier haben wir schon die ersten Palmblätter drin. Sehr schön. Das Fass holen wir uns auf jeden Fall. Wunderbar. Wir müssen auf jeden Fall das Floß ein bisschen weiter ausbauen. Mein Holz haben wir eigentlich genug. Uns mangelt es an Kunststoff, ne? Wir müssen auf jeden Fall zu der Seite weiter raus. Und wir müssen auch zu der anderen Seite weiter raus. Wir brauchen noch jede Menge Grünstoff. Und den kommt nachher das Segel. Wir machen es ganz gemütlich. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da schwimmen wieder gute Fässer rum. Oh, man essen und trinken. Man essen und trinken. Warte. Wieso haben wir denn hier... Ich weiß nicht, was ich da drin habe. Nein. Du sollst es doch nicht trinken, Mitch. Ich wollte das wegkippen. Weiß nicht, warum wir manchmal... So, derauf... Wasser im Becher haben. Gut, den futtern wir den mal freuen. Und futter den, glaube ich, mit rein. Dann haben wir zumindest erstmal wieder... ein bisschen Vorrat. Sehr schön. Man kriegt halt sehr selten Kunststoff, ne? Wenn ich nicht genau weiß, warum. Sehr schön. Das Fass kriegen wir so nicht, oder? Ah, schon vorbei, okay. Na? Sehr schön. Da ist wieder ein gutes Amazon-Paket. Mal kurz gucken. Ah, ein Stuhl. Sehr schön. Ein Stuhl ist immer gut. Wir haben noch ein bisschen Holz drin. Wunderbar. Das nehmen wir auf jeden Fall mit da vorne. Na, Chrisin? Jo. Wunderbar. Gut, zumindest dürfen wir jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen weiter rum. Zack. So, und das gleiche müssen wir auch auf der anderen Seite nochmal machen. Ah, ich glaube, Mutti hat auch wieder Hunger. Und hier sollen denn halt auch nochmal Netze hin. Und das machen wir aber später auch auf anderen Seiten, wo sie... Hab ich mich jetzt erschrocken. Wir können uns ja nicht auf alle Seiten gleichzeitig konzentrieren. Das müssen wir schon Stück für Stück machen. Ihr schwimmt rein, ne? Jo. Wunderbar. Den bauen wir jetzt erstmal hier weiter aus. Wo wir uns jetzt wirklich weiter um die Netze kümmern. Sehr gut. Der dürfte reinschwimmen. Jo. Die sammeln wir so auf. Gut, gut. Seile werden wir auch noch jede Menge brauchen. Holz haben wir aktuell zwar genug, aber man weiß ja nie. So, eins nach dem anderen. Zack, zack. Wir kommen hier voran. Sehr schön. Man kann das Ganze verstärken. Weiß ich. Das ist mir durch und ganz bewusst. Da kümmere ich mich aber darum, wenn ich zumindest mein Grundriss fertig habe. Ich weiß nicht, ob die auch hier reinschwimmen. Lass mich mal ausprobieren. Ich fange den jetzt mal absichtlich nicht ein. Das sieht mich so aus. Wenn der hier gerade drauf zuschwimmt. Ja, aber allerdings nicht. Ja, tun sie. Sehr schön. So, sehr schön. Einmal öffnen. So, wir legen uns einmal kurz schlafen, in der Hoffnung, dass wir nicht verdursten. Weil ich sehe nichts mehr. Wir sind aber kurz davor, gut. Mit Süßwasser füllen, aber wir können hier trinken. Sehr schön. Rinder. Gleich wieder brutzeln. So, Hering runternehmen. Und ich habe ihn nichts mehr. Ne, den müssen wir gleich nochmal kurz angeln. Das kann erstmal nach oben. Och, Mutti. Was hast du ein Ernst? Aus. Aus. Schlimm. Ah ja, diese Mutti. Wird gut. Ich liebe diese Netze. Ich liebe sie einfach.
So. So, ja, warte mal, wie ist denn jetzt erstmal, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen? Noch einmal trinken, müssen wir kurz ein paar Fische. Wir haben die Beeren, weiß ich. Die bringen aber wirklich nicht viel. Aber wie du es den wollen wir hier nur auch nicht. Dann gehen wir nochmal kurz ein Ründchen angeln. Schaden kann es nicht. Haben wir noch ein paar Fische kriegen. Ah, wie gesagt, gemütlich, entspannend. Ah, siehst du mal. Angeln ist ja etwas, was ich auch gerne in Seven Days hätte. Ich meine sogar, dass mal irgendwie sowas in Planung war. Aber ob das... Kann auch sein, dass es nur... Fanwünsche waren. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, hier sammeln sich auch schon wieder gute Sachen an. Sehr schön. Au, ich dachte jetzt, da wäre ein Fisch. Wie gesagt, um Segel und das kümmern wir alles noch. Immer mit der Ruhe. Durch erstmal das Fluss ein bisschen. Na, jetzt will nichts anbeißen, ne? Jetzt. Eine rohe Mokrele. Gut, gut. Das nehmen wir natürlich mit. Genauso wie das. Den können wir uns jetzt erstmal wieder einen Fisch auf den Grill hauen. Das muss, das muss. Einmal kurz rüber zur Truhe. Weil hier, guck mal, die können rinnen. Davon haben wir auch schon wieder viel zu viele. Beräte haben wir nicht auch eine ganze Ecke, aber die brauchen wir auch andauernd. Die lasse ich mal. Wir haben auch wieder ein gutes Amazon-Paket. Das wollen wir natürlich auch einmal öffnen. Ohne Flagge. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut aus dem Fass vorbeigeschwommen, halb so wild. Ah, wir werden gleich essen. So, die müssen wir uns sowieso gleich jetzt erstmal um Netze kümmern. Na, guck mal, Tau hat er doch fertig gebrutzelt. Wunderbar. Den packen wir rauf. Kann's gleich futtern. So, dann gucken wir jetzt mal um Netze. Ich glaube, da haben wir alles. Oder auch nicht. Die haben wir. Wir brauchen mehr Palmblätter. Mensch, dass ich das noch erleben darf, dass wir mal Palmblätter ausgehen. Okay, das kommt so gut wie nie vor. Oh, die gibt es dann wirklich in Massen. Hier kommt auch mal wieder ein kleines Inselchen. Aber wo ausgehen? Palmblätter haben wir in der Kiste, ne? Ja gut, das in der Kiste ist mein Notvorrat. Den will ich ehrlich gesagt gar nicht angreifen. So, holen wir davon noch mehr? Okay, aber immerhin ein Netz. Es kommt den hier hin. Sehr schön, da kommt ja noch eins hin. Sehr schön, sehr schön. Die Netze können, glaube ich, auch nur eine gewisse Menge, wenn ich mich nicht täusche. An Materialien beherbergen. Sie voll sind, denn... Fangen sie halt erstmal auf, denn schwimmt das durch. Natürlich ein bisschen doof, aber macht das Ganze auch realistischer. Essen müssen wir schließlich auch. So. Wie können wir... Nee, gut, wir haben sie in der Truhe, aber das will ich nicht, das will ich nicht. Die schwimmen rein, ne? Ja. Die soll denn auch reinschwimmen? Tun sie auch? Da kommt noch ein schönes Fass. Kümmern wir uns gleich drum. Das Fass geht aber nicht drin, du. Nee, nee, das geht nicht drin. Und halt später die Netze so ein bisschen schachbrettmäßig, dass wir möglichst viel mitkriegen. Möglichst viel. Voll. Also ja gut, das ist schwer zu erklären jetzt. Hier kommt dann ja noch wieder Fläche hin, dann kommen aber auch nochmal Netze hin und so weiter. Ah, reicht immer noch nicht ganz hier. Komm her, mein Freund. Komm her. Ich glaube, wir brauchen immer zwei Palmblätter für ein Seil. Ja. Labia, zeig dir mir gerade nicht an. Och, Mutti. Aus. Aus. Nein, mein Speer. Okay. Hier ist mein Speer kaputt gegangen. Das ist natürlich nie so toll. Gut. Brauche noch ein paar mehr Palmblätter. Geht nicht anders.
Der Haken geht ja auch gleich kaputt. Woran, oder? Ja. Aber da auf jeden Fall nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier hängen auch wieder drin. Wunderbar. Kunststoff brauchen wir immer. Da haben wir sowieso immer chronische Mangelware. Und hier vorne zu angeln, ist eigentlich Blödsinn. Weil es geht ja in die Netze. Gut, das Fass, das ist schon definitiv vorbei. Das müssen wir uns holen. Ja, schwimmst genau drauf zu? Ja. So, warte mal, wo wollen jetzt die Netze hier, ne? Wunderbar, das hätten wir. Können wir das hier nämlich auch hinbauen? Sehr schön. Haken brauchen wir auch gleich einen neuen. Aber komm, den kriegen wir noch wohl. Das dürfte reinschwimmen, oder? Wände kann ich so aussammeln. Und da kommt auch noch ein Plastik. Kann sagen. Gut, lassen wir ihn hier mal sammeln. Da muss man jetzt nicht die ganze Zeit beistehen. Einmal was trinken. Sehr schön. Einmal gut wieder auffüllen. Wir müssen schließlich auch mit dem Fluss weiterkommen. So, einmal so ein Paket haben wir auch schon wieder. Essen holen wir uns auch sofort. Ah, Lichterkette. So, das kommt hier erstmal nach oben. Holz haben wir auch gar nicht mehr so viel, ne? So, den kannst du dir auch gleich reinschnabulieren. Dann gehe ich jetzt noch einmal kurz angeln und dann kümmern wir uns weiter um den Ausbau. Damit wir weiterkommen. Segel definitiv noch. Aktuell habe ich aber noch keinen Platz, wo das Segel gut aussehen würde. Das ist mir sonst zu beengt. Sehr schön. Ein Lachs und die Angel ist kaputt. Okay. Aber den können wir zumindest schon mal rauflegen. Okay, Angel. Na gut, so viel haben wir nicht. Das kriegen wir schon hin. Der Haken ist ja auch gleich kaputt. Warte mal. Das geht aktuell vor hier. Sehr schön. So, der Haken ist auch kaputt. Ich glaube, der war billiger, ne? Und der ist auch wichtiger. Aber wir brauchen auch eine Angel. Definitiv. Dafür immer noch nicht genug Palmblätter. Die Schwimmerin. Wir brauchen ja was zu futtern. Das nützt ja alles nichts. So, das sollte doch jetzt reichen für eine Angel, oder? So. Ah, komm. Komm her. Und es war echt Blödsinn zu angeln. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder tue. Leider kommt es auch mal vor, dass das Fluss sich dreht. Und da sitzen natürlich die Netze doof, aber gut, das lässt sich nicht verhindern. Angel hätten wir auch wieder. Sehr schön. Der Fisch ist bestimmt inzwischen fertig. Jo, den können wir auch gleich essen. So, dann machen wir uns noch einmal kurz ans Angeln, damit wir ein bisschen Essensnachschub haben und dann können wir wirklich mal das Floß weiter ausbauen. Ich hoffe, dass der hier vorne jetzt noch ein paar Materialien aufsammelt. Schön wär's. Kann ja nicht ständig hier gucken, was hier rumschwimmt. Dann kommen wir auch nicht weiter. Vor allem muss ich Mutti im Blick behalten. Mutti ist sehr bissig heute. Das geht nicht anders. Ja, ja, da, da. Komm, ich will mindestens 3 Fische. Das kriegen wir wohl hin, oder? Auch war noch roher Lachs. Sehr schön. Ich glaube, jetzt im Moment, das ändert sich auch immer. Da haben wir mehr Kunststoff als Holz. Sehr schön. Das können wir mich gleich wieder raufpacken. Und dann habe ich mir überlegen, wahrscheinlich erstmal hier vorne weiter. Das schwimmt ja unter. Ich glaube, wenn ich hier ja so vorbeibaue, das geht, ne? Schwimmt ja da unter weiter. Mutti, 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 aus, aus.
Gut, aber Mutti sieht schwer lidiert aus, also. Mutti haben wir bald. Da erst überlegen hier auch noch Netze rein, aber. Hier mache ich zu. Das wird sonst zu viel, wir können dafür hier vorne ja später. Gut, was aufgesammelt haben sie ja. Oh, warte mal. Wir wühlen uns hier schon wieder fest. Die gehören auch nach hinten. Lang hier drin, sonst ist das gleich hier. Genau. Sehr schön. Rauf da. Den können wir gleich futtern. Den haben wir erstmal genug. Wir brauchen Holz. Holz. Das ist eine Mega-Insel. Auf die Mega-Insel will ich aber auch jetzt nicht. Sehr schön. Den kriegen wir nicht, oder? Glaube ich nicht. Jetzt kriegen wir ihn aber. Ah, was machst du denn da? Ich hab doch genau richtig gehabt, den Haken. Ich nehme ihn nicht. Dann nehmen wir eben das Ding. Der will mich doch ärgern. So, eine Gardowski haben wir auch mal wieder. Lang hier drin. Der Fisch war auch fertig, ne? Ja. So, den können wir auch futtern. Dann haben wir Essen zumindest erstmal gut gesättigt. Den trinken wir aber auf jeden Fall noch ein Schlückchen. Wunderbar. Rinder. Sehr schön. Kartoffeln, ja, die können wir ja auch brutzeln. Wir brauchen Holz und Kunststoff. Aber da tun die hier schon gute Dienste. Sehr schön. Gut, jetzt mangelt es an Holz und Kunststoff. Ha, gut, die sammeln ja zum Glück hier fleißig. Wunderbar. Ach, ich mag. Das muss so schön entspannen. Wir legen uns gleich schlafen. Wir haben ja gerade Trinken, Essen ziemlich voll, der passt das. Ist halt nicht ganz so einfach wie Seven Days an Essen zu kommen. Man kann zwar auf Inseln, soweit ich weiß, auch Sachen finden, aber auch Kisten oder sowas, die von irgendwelchen anderen Überlebenden dagelassen wurden. Wir legen uns erstmal schlafen. Aber ich glaube, das ist relativ selten. Aber aktuell will ich auch noch keine Inseln ansteuern, wie gesagt. Eins nach dem anderen, schön mit der Ruhe, gemütlich. Erstmal hier überhaupt die Grundsachen. Andere Seite. So, der ist auch fertig. Den kannst du auch gleich essen. Gute Morgenfrühstück. Schön stinkenden Fisch zum Frühstück. Ja, die Kartoffel, die kannst du auch mal machen. So. Schöne Frühstück Süßwasser. Gehen ja leider auch immer wieder Planken darauf fürs Feuer. Mehr hast du nicht eingesammelt. Das geht so aber nicht. Da muss mehr mal rumkommen. Dass man hier nicht durchfahren kann, ne? Gut, das muss da aber definitiv auch mit. Nein. Ah, es ist so schwer abzuschätzen, ne? Jetzt. Gut. So. Oh jo. So, dahin hätten wir zumindest das. Hier außenrum soll der natürlich auch. Und hier vorne sollen dann auch wieder Netze hin. Drei Stück in Folge. So dass Sachen, die hier natürlich in Mitte durchschwimmen, natürlich auch aufgefangen werden. Das muss. Und so kriegen wir hier auch Stück für Stück mehr Platz. Damit wir dann später auch mal genug Platz haben für Säge. Weil es soll ja gut aussehen, ne? Also das Auge spielt auch mit. Auch wenn wir hier mitten auf dem Meer sind. Auch hier kann man schön bauen. Und das schöne Fässchen, da will ich haben. Ja, ich täusche mich da jedes Mal durch die Villen. Kannst du knicken, wa? Sehr schön. Sehr schön. Hier ist noch mal ein bisschen. Da ist noch mal ein bisschen. Da genauso. Nur gerade überlegen. Ich brauche noch ein bisschen Baufläche. Ich glaube, ich ziehe hier erstmal die Seiten lang, um die Netze zu schützen. Da ist die gute Mutti schon wieder. Aus, Mutti. Aus. Aus. Ah,
schlimm. Mutti, Mutti, Mutti. Ich bring dir noch Manieren bei. Koste es, was es wolle. Okay, es ist sehr schön. Okay, Platz hier. Danke. Okay. Mehr ist hier nicht, aber wir kommen voran. Auch wenn es etwas dauert, wir kommen voran. So, zumindest erstmal so. Das kann man ja später ausbauen. Hauptsache, die Netze sind hier also geschützt, weil die sind echt teuer. Ja. Und den bauen wir erstmal nach vorne weiter raus. Ich denke mal, hier so werde ich dann so das Segel hinstellen. Weil ich das hier fertig habe, was ich wollte. Weil ich glaube, denn ist hier nicht alles so beengt. Beengt, das mag ich ja gar nicht. Gut. Es mangelt heute leicht an Materialien, ne? Ich würde zumindest, na, komm. Das war zu weit, ne? Nein. Jetzt mangelt es heute wieder an Kunststoff. So, ne, Grissin? Bin gerade gar nicht so sicher. So auf jeden Fall. Sehr schön. Glaub, nee. Der wäre definitiv nicht reingeschwungen. So, der nochmal. Ah, ich wollte eigentlich den Kunststoff haben, nicht das Holz, aber gut, Holz brauchen wir auch. Ich will nicht ins Wasser. Nein, ich will nicht ins Wasser. Absolut nicht. So, Dekon dahin. Sollen wir essen? Haben wir auch schon wieder nicht mehr, ne? Wir haben noch was auf dem Grill liegen, ne? Die Kartoffel. Gut. Sieh schön, den kannst du erstmal reinfudern. Und einmal hier ein Gläschen nehmen. Oder Becherchen. Den füllen wir auch wieder auf. Sehr schön. Wie gesagt, Rough konnte sehr entspannt gemütlich werden. Da muss man das Stück für Stück machen. Ab und zu knabbert Mutti mal ein bisschen, aber das ist halb so schlimm. Wir werden die jetzt erstmal weiter hier nach vorne ausbauen, damit wir auch Sachen abfangen, die von der Mitte kommen. Und den kommen wir langsam, aber sicher hier weiter. Dann bauen wir mich erstmal das Segel. Heute sind wir am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.